Du fühlst dich müde, kaputt, abgeschlagen. Morgens kommst du gefühlt gar nicht in die Gänge. Du brauchst wirklich eine deutliche Anlaufzeit, vielleicht 1, 2, 3, 4 Kaffee, bis du überhaupt ansprechbar bist, weil du so müde bist. Wir haben in unserem YouTube-Kanal oftmals über das Symptom Müdigkeit gesprochen. Außerdem beschäftigen dich vielleicht noch Heißhungerattacken oder ein Blähbauch, der wirklich dich gar nicht richtig frei bewegen lässt, weil er dich so belastet und so hemmt, weil er permanent vorhanden ist, vielleicht sogar im Laufe des Tages schlimmer wird. Aber auch der Heißhunger, immer wieder zwischendurch einen Snack zu dir zu nehmen, beschäftigt dich vielleicht auch gerade in den Abendstunden, dass du sagst, ah, nach jedem Essen oder gerade nach dem Abendessen muss es nochmal etwas Süßes sein, damit du dich wohlfühlst. All das haben wir schon mal besprochen in unserem YouTube-Kanal. Wir verlinken dir hier oben zum Beispiel ein Thema zur Müdigkeit, was in Verbindung auch mit der Leber stehen kann. Und wir möchten in diesem Video dir ein Tool an die Hand geben, was wir auch zentral in unserem Kanal behandeln, nämlich das sogenannte Intervallfasten. Intervallfasten ist erst einmal für jeden geeignet. Du musst nicht überlegen, ob es vielleicht für dich in Frage kommt oder nicht. Intervallfasten heißt, dass du 16 Stunden optimalerweise fastest, nichts zu dir nimmst an Nahrung, nur Wasser, ungesüßten Tee oder schwarzen Kaffee. Was als Flüssigkeitszufuhr sowieso sehr wichtig ist, weil du innerhalb eines Tages 1,5 Liter mindestens an Flüssigkeit zu dir nehmen solltest, wenn du einen normalen Tagesablauf hast. Wenn du sportlich bist, solltest du natürlich mehr Flüssigkeit zu dir nehmen. Aber diese Flüssigkeit ist auch wichtig, um deinen Stoffwechsel in Gang zu halten und diese 16 Stunden optimal zur Energiegewinnung, zur Verstoffwechselung, aber auch im Magen-Darm-Trakt zu nutzen. Denn das Intervallfasten ist eines der Tools bei den vorgenannten Symptomen, die wirklich dir bahnbrechend weiterhelfen können. Die dir helfen können, einmal dich besser zu konzentrieren, zu fokussieren, mehr leistungsfähig zu sein, Stress auch abzubauen, aber auch abzunehmen und insgesamt deine Energien besser zu nutzen und morgens schneller aus dem Bett zu kommen, wacher zu sein und wirklich diese Müdigkeit abzulegen, dass du dich viel besser auf die bevorstehenden Aufgaben konzentrieren und fokussieren kannst. Intervallfasten heißt aber auch kein dogmatisches System. Natürlich wäre es optimal, wenn du diese 16 Stunden Fasten erreichst, aber insgesamt, mach dir bitte keinen Stress, gerade wenn für dich Intervallfasten vorher noch nicht ein Thema war, dass du mit diesen 16 Stunden beginnen musst. Es erhöht die Hemmschwelle, dass du vielleicht auch gar nicht beginnst damit. Intervallfasten heißt erst einmal, dich auch näher mit deinem Körper auseinanderzusetzen. Das heißt, du kannst auch mit 12 Stunden, mit 14 Stunden Fasten beginnen. Das kommt dann ganz auf dich an, wo du deine Grenze setzt, wo du vielleicht auch deinen Körper auch kennst oder kennenlernen möchtest. Das Ziel darf es sein, 16 Stunden zu fasten und 8 Stunden oder innerhalb eines 8 Stunden Fensters Nahrung zu dir zu nehmen. Zu empfehlen sind während dieser 8 Stunden 2 Mahlzeiten. Natürlich während dieser 8 Stunden solltest du versuchen, dich trotzdem ausgewogen und gesund zu ernähren. Jetzt nicht diese 8 Stunden zu nutzen und in dem Sinne all you can eat zu machen, sondern dass du dich schon darauf fokussierst, was macht eine gesunde Ernährung aus. Und das sind, wie schon gerade angesprochen, erst einmal genügend Flüssigkeit zu dir zu nehmen, gerade Wasser als größtes Thema, aber auf der anderen Seite natürlich auch ballaststoffreich, eiweißreich dich zu ernähren mit gesunden, am besten Bio-Lebensmitteln, vielleicht als Snack auch Nüsse zu benutzen, aber auch Obst und Gemüse nicht zu vergessen. Wichtig ist, dass du genügend Gemüse auch zu dir nimmst, zum Beispiel als Vitamin-C-Quelle, perfekt für dich Paprika oder auch grünes Gemüse. Das ist insgesamt, was deine Nährstoffversorgung betrifft, so elementar und vielleicht auch zusätzlich nochmal ein Grund, warum ein Blähbauch besteht, vielleicht auch Leber-Gallen-Probleme bestehen oder deine Leber einfach in der Verstoffwechselung und Entgiftung deines Körpers gehemmt ist. Deswegen achte nochmal darauf, genügend Gemüse zu dir zu nehmen. Obst ist meistens gar nicht so die Schwierigkeit, denn wir haben Smoothies, wir haben insgesamt auch griffbereit, auch mal eben einen Apfel zu uns zu nehmen. Wenn das für dich natürlich trotzdem ein Thema sein sollte, denk auch daran, nochmal genügend Obst zu dir zu nehmen. Aber Gemüse ist mir besonders wichtig. Denk daran, am besten mindestens 3 Hände voll, besser sogar noch 5 Hände voll Obst am Tag zu dir zu nehmen. Dann ist dein Körper rundum gut versorgt, wenn du dann noch darauf achtest, saisonal zu essen. Auf der anderen Seite natürlich
das Intervallfasten nicht als dogmatisches System zu sehen, sondern dich daran zu tasten, habe ich gerade schon betont. Das trifft natürlich auch auf deinen Lifestyle und deine Ernährung zu. Das heißt, du darfst auch mal etwas Süßes essen. Du darfst auch Alkohol konsumieren. Du darfst auch alles andere. Es kommt dann immer auf deine Zielsetzung an, wie fokussiert und wie schnell du Ergebnisse erzielen möchtest. Und versuch wirklich immer diesen Leitspruch im Kopf zu haben, die Menge macht das Gift. Und dahingehend versuch deinem Körper natürlich viel Gutes zuzuführen, aber natürlich, sei es am Wochenende oder mal unter der Woche, in diesem 8-Stunden Zeitfenster darfst du natürlich essen, was du willst. Kommt immer darauf an, wie sehr du dich auf dein Ziel fokussiert hast. Und auch dahingehend wieder wichtig für dich zu sehen, das nicht nur eine Woche durchzuführen, sondern du kannst Intervallfasten als Tool sehen, welches du über eine gewisse Kur, vielleicht 4 oder 6 Wochen, erst einmal, um deinen Körper kennenzulernen, durchziehst. Aber es kann auch eine Ernährungsform auf Dauer sein. Ich fühle mich damit sehr, sehr wohl, dass ich sage, gerade morgens lasse ich eine Mahlzeit weg. Du kannst für dich switchen, was so in deinen Tagesablauf passt. Zu empfehlen ist, entweder morgens oder abends die Mahlzeit wegzulassen. Für mich ist es das Thema morgens, weil ich sehr gut ohne Mahlzeit aus dem Haus gehen kann, mich dadurch auch voll auf meinen Job konzentrieren kann, voll leistungsfähig, voll konzentriert bin und dann sozusagen im Laufe des Tages dann Nahrung zu mir zu nehmen, auch gerade für mich gegen Abend nochmal dem Körper gute Energien zuzuführen, um es dann in der Nacht zu verarbeiten. Da auch natürlich optimal, wenn du nicht zu spät isst, aber das kannst du in deinen Tagesablauf wirklich einbauen, wie es dir passt. Und dann versuch dich heranzutasten. Vielleicht, wenn du nur mit 12 Stunden Fasten beginnst. Was macht das mit deinem Körper? Erst einmal werden Heißhungerattacken automatisch kommen, weil dein Körper es nicht gewohnt ist, auch eine längere Zeit ohne Mahlzeit auszukommen, ohne dass du über vielleicht auch gewisse Snacken deinen Insulinspiegel hochpusht, was dir erst einmal kurzfristige Wachheit gibt, aber dann auch schnell wieder in ein Loch fallen lässt, warum du wieder einen Snack greifen musst und deinem Körper zuführen musst. Und versuch wirklich dann eher 1-2 Glas Wasser zu trinken. Versuch auch bewusst mit diesem Heißhunger umzugehen und erst einmal dir ein Zeitfenster von 4 Wochen zu nehmen, um hereinzuhorchen. Und sukzessive, vielleicht von Woche zu Woche, vielleicht aber auch im 2-Wochen-Rhythmus, dieses Fastenintervall hochzustufen, bis du bei 16 Stunden angelangt bist. Es gibt auch Menschen, die sogar mit 18 Stunden sehr gut zurechtkommen. Das muss aber nicht dein System sein, sondern versuch für dich ein System zu finden, womit du gut zurechtkommst. Und wie schon gerade angesprochen, oftmals ist es so, dass Leute eher das Frühstück weglassen, weil sie einfach sagen, ah, ich bin morgens nicht auf eine Mahlzeit angewiesen, trink vielleicht lieber eine Tasse Kaffee oder ersetze eine Mahlzeit mit einem Glas Wasser oder einem halben Liter Wasser, was sowieso morgens sehr, sehr empfehlenswert ist. Versuch einmal da einzusteigen und du wirst sehen, nach 4-6 Wochen wird es einen deutlichen Effekt geben, wahrscheinlich auch im Sinne der Gewichtsreduktion, im Sinne einer erhöhten Leistungssteigerung für deinen Körper, auch sportlich gesehen, kann das sehr gut sein, dass du merkst, ah Mensch, du hast wieder mehr Energiereserven, auch am Tag sportlich tätig zu sein und vielleicht auch deine Laufstrecke zu erweitern, vielleicht aber auch andere sportliche Leistungen zu vollbringen. Also horch da gerne hinein. Wir freuen uns über Kommentare hier unten. Und dann wünschen wir dir viel Spaß, weil du wirst sehen, Müdigkeit wird dich wahrscheinlich deutlich weniger beschäftigen. Außerdem wird auch das Thema Blähbauch oder Heißhungerattacken gar nicht mehr so im Zentrum, im Fokus stehen, wenn du gerade die ersten Wochen diszipliniert überstehst und einfach dich auf deinen Körper einlässt, um zu schauen, habe ich überhaupt Hunger oder ist das nur Appetit? Das ist sehr, sehr spannend. In diesem Sinne sagen wir auf die ganzheitliche Gesundheit, probiert es gerne aus und wenn dir das Video gefallen hat und du den Kanal abonnierst, sehen wir uns dann auch schon wieder im nächsten Video.